mit in Österreich. Wir sind aus der Wiener Gegend. Ach so, Sie verkaufen für diesen Mann nicht? Ich habe eigenes Museum, sind Sie. Ein eigenes Museum, ja, sind Sie. Ach, Wiener Neustadt. Das ist ja eine Ecke weg von hier. Sicher. Das sind ja 500 Kilometer. Leicht, ja. Leicht. In etwa. Ja. Oha. Na, wir sind in den Bergen. Ich will nicht vorbeifahren da. Und den verkauft, ja? Bitte? Verkauft. Ja, ja, ja. Es gibt verschiedene Rosen, auch Eisenrosen. Schöne Sache. Bis der Zit, Epidot, Hydratium. Es sind andere Minerale auch da drin, teilweise Amethyst oder Andradit, teilweise Ösophiame. Können Sie da auch bei der Lupe schauen? Ist das Talgum? Das ist Talg, ja. Talg. Der weichste Stein, die 1, ja. Edel, die edle Form, normal ist ja grau oder weiß. So. Ja. Der ist auch hinter bei der Smart Mini. Sind aber nicht Nein, so. Nein, das ist vom Zillertal von Greiner, aber gibt es auch kaum mehr. Also das ist schon ein paar Jahre alt. Da kann man ganz leicht zerschlagen und zerfällt das in so ja, Splitter. Ja, das ist ja. Das Ding, federweiß machen sie auch für den Teig. Kalk, Pulverfrische, fast in jeder Creme. Aha. Also ein Rohstoff. Ja, ja. Ja. Mhm. Das ist da, ist Zillertal. Ja. Interessant aus, weil sie ja so hinten rum sind. Das ist eine super Qualität. Schön Stück. Prima. Dankeschön. Gut beleuchtet. Was die Natur alles geschaffen hat über die Jahre Millionen hinweg, ja, das ist ja schon fantastisch. Das ist eine schöne Sache. Ja. Und ich glaube, unsere Alpen sind die mineralhaltigsten Alpen, die es gibt. Also. Unsere Alpen sind einmalig auf der Welt. Ja, das glaube ich auch. Ja, ja. Das gibt's nicht. Solche Mineralien gibt es nur hier zu finden. Ja, teilweise schon. Ja. Ja. Gibt es nirgendwo auf der Hand. Weiters auf der Welt. Aha. Das ist Fluorid da dran. Bitte?
Ist das Fluorid? Nein, das ist ein Bergkristall. Nein, nein. Das ist ein Bergkristall, ich finde das. Das ist Bergkristall. Das ist Bergkristall. Von Ischgl ist der. Und das ist Kalzit, oder wie? Nee. Das ist selber schade. Achso, das haben, Sie das beschrieben. Das ist Adula. Das ist Adula. Adula, ja. Das ist auch ein Bergkristall, die sind alle 2 Euro. Das ist auch ein Bergkristall für Ischgl, das ist Schwefel, ja. Granat, Disteen. Was ist das für eine Farbe? Was ist das für ein Kristall? Blau, Disteen. Das habe ich schon gefunden in Profess. Hier nicht, haben Sie früher schon genommen, Disteen. Ne? Aha. Vom Greiner Zillertal. Oder von der Schweiz gibt es eine alte Sponda. Mit Staurolith teilweise. Was ist das für ein Grundmaterial, ein Grundmineral? Zu was hat man das? Was hat das für einen Verwendungszweck? Das weiß ich jetzt eigentlich nicht, wie Sie das denn hernehmen. Es ist teilweise ja manchmal ziemlich feuerfest, glaube ich. So. Und das Besondere von Disteen ist, dass es 2 Härten hat. Es hat stürmseitig ist es viel härter als wie in der Fläche. Es hat 2 verschiedene Mineral, man hat meine Härte 3 und 5 oder so in der Art. Ja. In anderen Stall praktisch. Ne? Interessant. Interessant, Disteen. Keiner. Disteen. Sponda, das hört sich nach Italien an. Das ist Schweiz. Das ist Schweiz. Also Sponda, das ist ja italienische Schweiz. Also italienische ganz Schweiz. Ganz, ja, ja. Mhm. Ist der da, ja. Aha. Was verlangst du für so ein Stück? Das ist billig, was soll ich? Das ist die Nummer